Sie sind Gewinner, er ist ein Gewinner und auch diese jungen Herrschaften sind Gewinner. Sie sind nicht nur die Gewinner eines besonderen Preises, sondern sie sind auch Gewinner der Zukunft. Doch wer sind die jungen Talente? Wir sind Jonas und Tobias. Und wir präsentieren den Intelligent Traffic System Chip. Ich bin Silvio Niesner. Ich bin Max Bergmann. Ich bin Paul Hubweber. Ich bin der Dennis Martens. Und zusammen sind wir das Team von Smart Moving Detector. Hallo meine Pflanzenfreunde. Das ist Josef. Das ist Mariam. Und wir zeigen euch heute den Pflanzenretter-Chip. Ich bin Ingo Heuer und mein Beitrag für Invented Chip 2014 ist das intelligente Belüftungssystem für Badezimmer. Sie alle sind Schülerinnen und Schüler und trotz des jungen Alters schon heranwachsende Talente im Bereich der Elektrotechnik. Für den Invented Chip-Wettbewerb des VDE legen sich die jungen Teilnehmer ordentlich ins Zeug, denn hier haben sie die Möglichkeit, ihrer Zukunftsvision freien Lauf zu lassen. Invented Chip ist ein Mikrochip-Wettbewerb, den wir 2002 ins Leben gerufen haben. Da geht es eigentlich darum, dass wir Schülerinnen und Schülern Mikrosystemtechnik, Mikrochips, Nanotechnologie nahebringen und das in Kooperation mit der Universität Hannover. Dass es wirklich darum geht, dass Schüler das machen, was sonst Ingenieure machen, nämlich eigene Mikrochips entwickeln nach ihren eigenen Ideen. Und dabei zeigen sich die Teilnehmer sehr engagiert und beweisen unglaublichen Erfindergeist. 6 Monate hatten die Schüler Zeit, ihre Idee praxisorientiert zu testen und zu entwickeln. Dabei sind erstaunliche Ergebnisse erzielt worden. Das hier ist Ingo. Er hat sich vorgenommen, die Badezimmerbelüftungstechnik zu revolutionieren. Die Idee dahinter ist einfach, dass man die Belüftung in 2 verschiedene Systeme aufsplittet. Zum einen gibt es die direkte Belüftung durch ein Fenster, die ist energieeffizient, wenn es draußen warm ist, weil keine Energie für den Lüfter benötigt wird. Und dann gibt es noch die Belüftung mit Wärmerückgewinnungssystem. Diese beiden Kandidaten wollen ihren Beitrag zu einer einfachen Lösung für den Nah- und Fernverkehr leisten. Unsere Erfindung war praktisch, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel optimiert, dass einfach nicht mehr der Zug anhält, wenn keiner mehr am Bahnhof steht und mitfahren will. Ganz kurz gesagt. Ganz kurz soll dadurch auch die Wartezeit eines Zuges werden, der, bevor er in eine Station einfährt, durch Sensoren über die genaue Personenanzahl am Bahnsteig informiert wird. Beträgt die Anzahl 0, kann der Zug einfach passieren und somit schneller ans Ziel gelangen. Mariam und Josef wissen, wie wichtig Pflanzen für uns und die Umwelt sind. Vertrocknete, eingegangene Gewächse ärgern jeden. Doch damit ist dank der beiden jetzt Schluss. Wir haben einen sogenannten Pflanzenretter-Chip entworfen. Und dieser Pflanzenretter-Chip soll Werte, die gemessen werden, mithilfe von Sensoren mit theoretischen Werten abgleichen und dem Anwender dann Nachrichten ausgeben, was zu verbessern wäre, um das Wohlgedeihen der Pflanzen zu ermöglichen. Elektroautos sind das Fortbewegungsmittel Nummer 1, wenn es um eine Smart City geht. Sie sind umweltschonend, klein und vor allem leise. Einerseits ein Vorteil, andererseits auch gefährlich, finden diese 4 Teilnehmer. Also unsere Erfindung ist einfach primär erstmal im Bereich der Elektromobilität angesiedelt. Und zwar sollen Fußgänger oder Fahrradfahrer, die eben vor allem audiell Autos wahrnehmen, sollen vor Autos gewarnt werden, vor den Elektroautos, die ja besonders leise sind. Dafür haben die Jungs einen Gürtel entwickelt, der Radarsignale mit Hilfe von Sensoren empfängt und so einen Passanten vor der heranfahrenden Gefahr warnt. Jeder Teilnehmer darf sich als Sieger fühlen. Doch nur eine Erfindung gewinnt den ersten Preis. Der mit 3.000 Euro dotierte erste Preis geht an Silvio Niesner, Max Bergmann, Paul Hubweber und Dennis Martens von der König-Heinrich-Schule in Fritzlar. 4-mal geballte Erfindungskraft, 4-mal junge Motivation. Das sind die Sieger von Invented Chip 2014. Wir fühlen uns super. Also nach der ganzen Arbeit, die wir geleistet haben, sind wir jetzt völlig euphorisiert, dass wir eben jetzt so weit gekommen sind. Ich hätte es nicht gedacht, also es steckt sehr viel Herzblut da drin und es ist halt sehr schön, dass eine Erfüllung echt